Dominik, du hast 1-2 verloren, wir sind brutal. Was war los? Ich glaube, wir haben von Anfang an das Spiel dominiert, haben die besseren Chancen, also die klaren Chancen, haben die ganze Zeit auf ein Tor gespielt. Und uns hat einfach der letzte Pass wieder gefehlt, wieder das, die Geilheit Tore zu machen. Wir hatten einen Torschuss im ganzen Spiel, der war genau oben im Knie. Das ist Fußball und wir müssen weiter daraus lernen, dass wir unbedingt die Tore machen müssen, um Spiele zu gewinnen. Wie muss man jetzt die Winterpause nutzen, um da wieder in die Spur zu kommen? Wir müssen weiter im Training Gas geben, jede Torschuss nutzen. Die Stürme müssen vorne wieder eiskalt sein. Wir müssen wieder kompakt stehen. Das war eigentlich ganz gut heute, da haben wir zugelassen. Wir haben alle gut gegen den Ball gearbeitet, aber was da wieder gefehlt hat, waren die Tore und man kann die Torschuss gewinnen. Es wurde zu 1 verloren, zu Hause gegen einen, das ist ein kleines Verlust. Gut, ich glaube, wir haben das Spiel gesehen, dass wir auch erwartet haben. Doch schon von Anfang an, denke ich schon, das Zepter übernommen haben. Sehr viel Ballbesitz gehabt, haben wir auch direkt 2 gute Möglichkeiten gehabt. Aber gut, so im gesamten Spiel zu sehen, muss man sagen, dass uns so ein bisschen so die Entschlossenheit vor dem Dritten gefehlt hat. Und ja, die Hallen haben es schon vorgemacht, das ist besser. Was muss man tun, um diese Entschlossenheit wieder zu bekommen, um auch vor dem Tor dann wieder gewinnen zu machen? Ja, gut, ich glaube, das ist ein Tag, dann auch immer die Tagesform. Das Fakt ist aber auch, dass wir vielleicht auch noch heute von dem Einzelnen und nicht unbedingt mit dem Selbstbewusstsein bestückt sind. Andererseits sind wir Profis, wir müssen damit umgehen. Und das ist blöd, jetzt mit so einem Gefühl in die Winterpause zu gehen. Aber wir sollten schon mal Trotzgefühl jetzt entwickeln in der Winterpause. Und dann in der Winterpause natürlich auch wieder setzen und die Sachen wieder arbeiten.